Hubelupf ist ein Pokémon mit den Typen Pflanze und Flug, existiert seit der zweiten Spielgeneration, entwickelt sich aus Hoppspross und kann sich wiederum zu Papunga weiterentwickeln. Hubelupf ist ein kleines zweibeiniges und hauptsächlich grün gefärbtes Pokémon. Der Körper von Hubelupf, der eigentlich nur aus einem Kopf besteht, ist von sehr breiter Gestalt. Auf dem Kopf wächst eine mittelgroße Blüte und die Blütenblätter sind gelb und der Blütenstempel weiß. Rechts und links sind die großen und breiten Ohren zu erkennen. Das Gesicht besteht aus den kleinen, schmalen und roten Augen und dem relativ breiten Mund. Direkt darunter wachsen die beiden kurzen Arme und weiter unten bzw. hinten sind zum einen die kurzen Füße und zum anderen der kurze Schwanz angebracht. In seiner Shiny-Form ist der Körper violett gefärbt. Hubelupf ist ein wenig kräftiges und zerbrechliches, aber flinkes Pokémon. Es beherrscht nur wenige offensive Attacken, bei denen es sich in die Luft befördert und dann mit Akrobatik oder Sprungfeder Gegner angeht oder aus der Ferne Feenbrise auslöst. Es ist dazu noch in der Lage, Gegnern mittels Megasauger oder Gigasauger Energie abzuzapfen. Auf seiner Blüte jedoch schüttelt es eine Vielzahl von Sporen mit verschiedener Wirkung. So kann es beispielsweise mittels Stachelspore oder Schlafpuder Statusveränderungen hervorrufen, die Aufmerksamkeit des Gegners durch Wutpulver auf sich lenken oder ihn mit Baumwollsaat verlangsamen. Wie viele andere Pflanzen-Pokémon liebt es Sonnenlicht und nutzt es, um Energie zu sammeln. Während Exemplare mit der Fähigkeit Chlorophyll bei sonnigem Wetter ihre Initiative verdoppeln, sind jene mit Floraschild in der Sonne vor Statusproblemen geschützt. Einige Hubelupf besitzen die versteckte Fähigkeit Schwebedurch, bei denen sie über gegnerische Schilde einfach hinwegschweben. Hubelupf bewohnt die grünen Wiesen, vor allem der Kanto- und Johto-Region. Es liebt das Licht der Sonne und lässt sich so leicht wie es ist vom Wind in den Himmel tragen, um mehr Sonnenlicht aufzunehmen zu können. Dabei öffnet und schließt es seine Blüte mit seinen Schwankungen oder mit den Schwankungen der Lufttemperatur. Ab Temperaturen von 18 Grad erblüht sie und öffnet sich weiter, je wärmer es wird. Daher lässt sich Hubelupf als Thermometerersatz gebrauchen und wurde früher häufig zu diesem Zwecke eingesetzt. Regen kann es nicht leiden, dann schließt es die Blüte und versteckt sich, um nicht nass zu werden. Die Blüte verströmt, wenn erblüht, einen leichten bitteren Geruch, dem jedoch eine entspannte Wirkung nachgesagt wird. Und dabei stellt Hubelupf den mittleren Teil einer dreistufigen Entwicklungsreihe dar und entwickelt sich aus Hoppspross und kann sich dann wiederum zu Papunga weiterentwickeln. Dabei geschehen in den Spielen der Hauptreihe die Entwicklung von Hoppspross zu Hubelupf auf Level 18 und Hubelupf entwickelt sich auf Level 27 zu Papunga weiter. Im Laufe dieser Entwicklungsreihe nimmt das Hoppspross nur wesentlich an Größe und Gewicht zu, jedoch durchläuft sein rundlicher Körper verschiedene Färbungen von Rot zu Grün und wiederum zu Blau. Bemerkenswert ist auch die Veränderung des Sprosses auf seinem Kopf. Während er zunächst an die Blätter eines Löwenzahns erinnert, blüht schließlich eine Blüte, welche bei Papunga in den verblühten Zustand übergeht und an eine Pusteblume erinnert. Mit seinen beiden Typen ist Hubelupf immun gegen Bodenattacken, nimmt Viertelschaden gegen Pflanzenattacken, halben Schaden gegen Wasser- und Kampfattacken, doppelten Schaden gegen Feuer-, Gift-, Flug- und Gesteinsattacken, vierfachen Schaden gegen Eisattacken und der Rest macht normalen Schaden.